Einen zuckersüßen guten Tag, liebe Zuschauerschaft. Heute gibt es ein neues Lootbox-Unboxing und zwar die Wootbox aus September 2018. Ich freue mich sehr, ich bin gespannt, was drin ist. Und wie immer, wenn ihr selber so eine Box haben wollt, folgt dem ersten Link unten in der Videobeschreibung. Ich packe auch noch einen Gutscheincode dabei, da könnt ihr dann, glaube ich, 3 Euro oder so bei der ersten Box sparen. Ist das ein Deal? Ist auf jeden Fall ein Deal. Ihr könnt ja auch mal gucken, wie teuer die sind und so weiter. Einfach auf den Link klicken und dann wird alles gut. Ich habe noch eine Ankündigung in eigener Sache zu machen und zwar wird jetzt hier oben irgendwo, das mache ich jetzt bei jedem Lootbox-Unboxing, irgendwie Werbevideo oder sowas stehen. Obwohl, und das will ich nochmal klarstellen, und da könnt ihr auch Leute gerne in den Kommentaren aufklären, falls sie fragen sollten, wenn die sagen, ja Mensch, der M-Poxer bekommt ja jetzt 1 Million pro Lootbox-Unboxing, dann sagt ihr den, nein, bekommt er nicht, der bekommt dafür gar nichts, sondern die Hersteller schicken die dem einfach nur und dann bekommt er genau so viel. Ja, habt ihr reingeguckt, müsste ich jetzt eigentlich hier diesen hier machen und schön einen auf die Schulter geben, ja, und dann aber abwischen, weil sonst dürft ihr mich nämlich hauen. Habe ich euch die Regeln jetzt auch nochmal erklärt. Wie gesagt, Werbevideo steht hier oben, aber ich kriege nichts dafür. Ja, das ist einfach nur aus Sicherheitsgründen, weil mich so ein paar Leute am Abfacken sind, dass das ja alles Werbung ist. Und von mir aus, dann schreibe ich es einfach hier oben rein. Werbevideo an dieser Stelle. Klickt auf den ersten Link unten in der Beschreibung, kauft mein Merch. Ich habe kein Merch. So, okay, wir machen auf. Ich bin gespannt, was drin ist. Ja, habe mich übrigens, wie viele mich nach Merch fragen, ist wirklich unglaublich. Ich habe auch schon mal überlegt, irgendwie sowas zu machen, aber wenn Merch, dann muss es auch irgendwie geiler Merch sein, ne? Wie zum Beispiel der von MKBHD, den habe ich mir ja auch gekauft, den finde ich zum Beispiel echt geil, das Material ist geil, die Aufdrucke sind geil, aber da muss man erstmal einen Partner finden, der einem so hochwertige Sachen macht, ne? Ich hatte keinen Bock auf so einfache Werbet-T-Shirts mit irgendwie so billig, keine Ahnung was. Muss schon, wenn, richtig cool aussehen. Wenn ihr da einen Tipp für mich habt, irgendwie jemanden, der sowas macht, irgendeine Firma oder so, dann schreibt mir die doch auch einfach mal unten in die Videobeschreibung. Vielleicht kümmere ich mich mal darum. Aber es muss schon cool sein, ja? Coole Qualität, coole Ideen und so weiter. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, es ist die Harry Potter Box. Irgendwo in einem anderen Lootbox-Unboxing habe ich so eine Vorschau auf eine Harry Potter Box gesehen und dachte mir, oh Gott, wenn dieser Tag kommt, werde ich ihn verfluchen, denn mit Harry Potter kann ich leider gar nichts anfangen. Und da habe ich jetzt schon Harry Potter irgendwo gelesen. Guck mal, ich habe nur so aufgemacht und guck mal, ich habe nur das hier gelesen. Harry Potter. OMG. Womit habe ich das verdient? So, Wootbox, September 2018. Thema ist nicht Harry Potter, sondern Magic. Das könnte ja auch was anderes Zauberhaftes sein. Wer weiß, ich habe zum Beispiel ein Video von Hand of Blood gesehen, da hat der irgendwie Spellforce oder so ein Handyspiel vorgestellt. Und dachte mir, ah, Produktplatzierung, er macht jetzt krass Money hier mit so einem scheiß Spiel. Komm, lädst du dir mal runter, probierst du dir aus. Ich habe mittlerweile schon 10 Stunden oder so Playtime da drin, weil ich total süchtig nach dem Spiel geworden bin. Ich habe hier oben Werbevideos stehen, von daher, ich kann hier so viel Werbung reinknallen, wie ich will. Ob ich dafür bezahlt werde oder nicht, steht hier auf einem anderen Blatt Papier. Ja, müsst ihr mal gucken. Hand of Blood, neuestes Video zu so einem Handyspiel. Lohnt sich, ist echt ein witziges Spiel. Wobei, ein bisschen Pay-to-Win ist das. Ich habe jetzt auch, war schon fast davor, mir dieses mystische Waldpaket für 5,50 Euro zu kaufen, weil ich endlich mal eine neue Zauberin haben wollte und so weiter. Aber ich habe es nicht getan. Ich habe bisher 0 Euro ausgegeben. 0 Euro habe ich auch für diese Box ausgegeben und wir gucken mal, was das erste Item mit dem Thema Magic so auf sich hat. Oh, zauberhaft. Und weil das hier eine Zauberbox ist, werde ich dieses Papier in Windeseile verschwinden lassen. Habt ihr das gesehen? Ja, natürlich habt ihr das gesehen, weil ich's voll drauf hab. Oh, ein Drachenei aus dem Game of Thrones Universum. Die Khaleesi hat die Dinger ja ausgebrütet, hat sich da drauf gesetzt, ne, hat schön hier ein bisschen mit den Drachen ein bisschen Face-Sitting betrieben. Dann wurden die Eier warm und dann sind da draus diese ganzen Drachen geschlüpft. Ne? Wie heißen die? Das ist eine Kerze, oder? Ja, nice. Geil, mit Feuer und so, das passt voll zum Thema, ne? Also ist richtig, richtig, richtig schick. Man sieht auch hier, dass diese ganzen Drachenschuppen sehr, sehr geil aussehen. Ich zoome euch mal ran, denn das ist ein Service, den ihr bei mir kostenlos erhaltet. So, guckt mal. Eieiei. Schuppig, ja? Richtig schön schuppig. Und hier oben ist der Docht. Und ja, da kann man das Ganze dann anzünden und sich Stimmung machen, ne? Da hat man die Show mit im Kasten, wenn sowas hier einsam auf dem Wohnzimmertisch steht und man hier gerade so ein Ei am Ausbrüten ist, ne? Nicht verkehrt,
Karton habe ich euch nicht gezeigt, aber da gibt es noch ein paar andere Kerzen, wie wir hier sehen mit den Wappen von den verschiedenen Häusern hier von Haus Stark und Haus Lannister und Haus Targaryen. Boah, hab ich's drauf. Und ja, die kann man sich dann auch dazu kaufen. Das sind so Gläser und da kann man dann Teelichter reinstellen, aber dieses Drachenei mit dem Docht aus Wachs finde ich viel, viel cooler. Von daher, erstes Item zum Thema Magie. Okay, Drachenmagie oder so. Ist ein Ei aus Game of Thrones. Weiter geht's. Liebe Freunde, wir packen hier... Ah, oh, guck mal, Harry Potter. Und zwar First Flight, als er in der Stein der Weisen, das ist der erste wahrscheinlich, ne? Da das erste Mal da auf diesem komischen Besen fliegt und die spielen dieses komische Spiel, dieses Cricket auf dem Besen oder was das heißt. Auf jeden Fall haben wir wieder diese Q-Fig-Figuren, die ja als... cool sich herausstellten, weil die immer so ein bisschen Klimbim mit herum haben. Also das heißt, wir hatten, glaube ich, momentan oder beziehungsweise in den letzten Lootboxen die von Deadpool, die war geil. Dann hatten wir noch die vom Joker, die war geil. Und jetzt haben wir die von Harry Potter. Ja, da sehen wir das, dass wir einmal diesen Schweif, der die Geschwindigkeit darstellen soll, der hier hinten aus seinem Besenhintern rausfliegt. Das sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Und er hat hier den Schal von... Wie heißt das Haus nochmal, wo er gewählt wurde? Da war doch dieser Hut, der immer entschieden hat, wo die hinkommen. Gryffindor oder so? Gryffindor, glaube ich, ne? Slytherin war, glaube ich, das. Boah, ich bin voll Harry Potter Pro, ne? Slytherin war, glaube ich, das, wo dieser, dieser unausstehliche... Ja, ich hätte beinahe Wichser gesagt, aber kannst du hier nicht bringen, ist ja family friendly. Dieser komische Blonde da, dieser, den man auf dem Schulhof eigentlich nur verprügelt hätte und der da jetzt einen auf cool macht, irgendwie weil sein Vater irgendwie so ein krasser Zauberer war oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall war das Slytherin und das hier ist, glaube ich, Gryffindor. Ja, genau. Da seht ihr das, wie detailgetreu das ist. Finde ich ganz geil gemacht. Guck mal hier die Brille, richtig nice. Dann die blauen Augen, dann sein Zauberstab. Zaubern die überhaupt auf diesem Besen bei diesem Spiel? Die müssen doch da wie so ein Glühwürmchen oder sowas verfolgen. Da zaubern die doch gar nicht. Da geht es doch nur um Schnelligkeit. Also ich finde, das ist ein bisschen verfälscht hier, dieses Spiel, weil das eigentlich gar nicht so funktioniert. Der Schal und so weiter. Sieht ganz cool aus. Aber, ich hätte beinahe gesagt, die Narbe fehlt. Aber, guckt mal, hier oben, da ist die Narbe. Also haben sie alles richtig gemacht. Ein sehr schönes Item, vor allem für Harry Potter-Fans. Unglaublich schön. Und gut. Wunderschöne Beschreibung an dieser Stelle. So, was haben wir noch? Es geht weiter mit... Oh, das ist... Ist das Hearthstone? Sieht irgendwie aus... Erinnert mich irgendwie an Hearthstone. Ich weiß nicht warum. Oh Gott. Muss los. Fuck. Nein, das ist natürlich... Boah, verzeiht mir bitte, das ist nicht Hearthstone. Das ist selbstverständlich Zelda. Boah, ich hab... Tut mir wirklich leid. Ich wusste, dass das Zelda ist. Ja, ich habe da nur kurz was auseinander. Ich weiß, ihr rastet sowieso alle aus. Ihr müsst euch das immer so vorstellen. Ich könnte sowas ja auch rauscutten, um mich besser dastehen zu lassen, aber da habe ich keine Zeit für. Und das habe ich nicht nötig. Nein, wir haben einen Notizblock aus dem Zelda-Universum. Das hier ist... Ist das nicht Majora's Mask oder irgendwie sowas? Habe ich ehrlich gesagt nicht gespielt. Das soll so ein geiler Teil sein. Ne? Der kam irgendwie remastered auf dem 3DS raus. Aber habe ich damals auch original, Gamecube oder so, habe ich nicht gespielt. Das war tatsächlich der einzige Zelda-Teil, den ich nicht gespielt habe. Majora's Mask. Heißt doch Majora's Mask, ne? Und da ist doch auch irgendwie das Dings hier von, oder? Das Logo. Warte mal, das muss ich mal kurz googeln. Kleinen Augenblick, ich komme mal eben. Oh, guck mal hier, was noch offen war auf meinem Handy. Ich bin überlegen, ob ich mir das bestellen soll oder nicht. Ah, Wife Kabellos Adapter. Mal gucken. So, erstmal Majora's Mask. Nee, also irgendwie sieht das ein bisschen anders aus. Was ist denn das hier nochmal für ein Symbol? Das war doch hier... Ach, das war doch auch im Breath of the Wild, oder nicht? Immer auf diesem komischen Dings. Ich habe doch hier auf meiner... Warte mal, ich habe doch hier auf meiner Uhr so ein Watchface von Zelda drauf. So, warte mal, da war das doch auch, oder? Warte mal. Das hier, das war das Zelda Watchface. Nee, da ist ein... Doch, da oben ist es. Seht ihr? Guck mal. Da oben ist dasselbe Symbol wie auf dem Notizblock. Ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Auf jeden Fall, ich kriege das nicht mehr zusammen. Mein Gehirn, ich vergesse immer alles. Auf jeden Fall ist das aus Zelda und das ist dieses Auge, das jetzt eine Essen höre. Aber schön, du mit dir einen Status habe unter deinen hier. Ne, wisst ihr Bescheid? Alles klar. Schönes Notizblock. Kann man auf jeden Fall sehr viel mit anfangen. Hier haben wir auch nochmal die Karte von Hyrule, ne?
wo Hyrule Mitte und hier Stelling und so weiter mit drauf ist. Also alles, was man in Hyrule so antreffen kann. Okay. Gott, peinlich. Nächstes Item. Es geht weiter, meine lieben Freunde. Was, nur noch das T-Shirt? Nein, da ist noch was. Und zwar, ach, der obligatorische Pin. Oh Gott. Darf ich mir wieder anhören, dass ich gar nichts weiß. Ja, okay, ihr habt ja recht. Was soll ich denn machen? Dafür weiß ich ganz viele andere Sachen. So. Zum Teufel, ich weiß noch nicht mal, in welche Richtung ich das halten soll. Das ist... eine Maske? Sieht aus wie, weiß ich nicht, irgendwie so ein Shredder aus Turtles oder so? Nein, das ist doch hier... Das ist auf jeden Fall ein Einhorn, das erkenne ich jetzt, ne? Hier ist so die Schnauze, da ist das Auge. Ein Einhorn aus irgendwas Magischem wahrscheinlich, ne? Wer weiß. Wir gucken mal gleich ins Buch, vielleicht verrät uns das Ganze. So, okay, hier haben wir nur noch die Box und dann gucken wir uns... Oh, guck mal, Homme, das bedeutet Mann, ja? Ob die Frauen dann auch ein Frauent-T-Shirt bekommen? Boah, das ist ja alles voll Gleichberechtigung, ist ja krass. Heutzutage, dass ich das überhaupt noch erleben darf. So, okay. Schauen uns das an in der Größe L. Das passt mir sehr gut. Oh, das ist aber ein schönes Material. Das Handy auch mal weglegen. So, und zwar haben wir hier Designed by Jinx The Witcher 3 Wild Hunt. Super geiles Spiel. Bin sehr gespannt auf Cyberpunk 2077. Da gab es ja jetzt den Gameplay. Eieieiei. Ja, also das, liebe Freunde, ist ein richtig geiles Shirt. Also da gebe ich auf jeden Fall eine 1+, wird sich auf jeden Fall einreihen in meine Lieblings-T-Shirts. Ich trage die auch so ganz gerne. Zum Beispiel aktuell trage ich gerade dieses Rick Grimes-T-Shirt. Ja, das war auch in irgendeiner Lootbox drin. Das sind einfach so T-Shirts, die ziehst du an. Auf der Arbeit sind zum Beispiel bei uns alle Walking Dead-Fans und ich laufe die ganze Zeit damit rum, die checken das gar nicht. Und ich sage dann irgendwie so kurz vor Feierabend, und ist mir mein T-Shirt gar nicht aufgefallen, da ist Rick drauf und steht auch Rick Grimes. Und echt krass, ich dachte, das wäre einfach nur so ein ganz normales, keine Ahnung, T-Shirt mit irgendeinem Logo drauf, habe das gar nicht gecheckt. Aber nur Leute, die näher hingucken. Und hier ist es halt so, das sieht so ganz stylisch aus, wie irgendwie ein cooles Shirt mit... ja, mit diesem Wolfskopf drauf und so weiter und so fort. Und wenn jemand Plan hat und genau hinguckt, dann sieht man halt, wie Geralt da so ein Monsternest irgendwie auseinandernimmt in seinem Wappen, ja, was ja auch auf dem Schwert und so weiter drauf ist. Und ja, das ist halt einfach richtig fett. Ja, und dann ist auch von der Qualität richtig geiler Stoff, so schön flauschig. Und dann ist das auch nicht ganz, ganz tief schwarz, sondern so ein etwas dunkleres Blau. Und das schimmert hier alles so und ist auch, also ist ein richtig geiles T-Shirt, da freue ich mich schon sehr. Warte, riecht das? Ja, es riecht leider ein bisschen nach Neuhalt. Das muss einmal in die Waschmaschine und dann ziehe ich das sofort an, weil ich das, boah. Soll ich mal so ein Video machen mit Top 10 meiner besten T-Shirts? Boah, das ist, ich habe mittlerweile echt coole T-Shirts. Also ich ziehe schon gar nicht mehr irgendwelche gekauften Shirts irgendwie aus dem Klamottenladen an, sondern immer nur diese Lootbox-T-Shirts, weil da echt teilweise echt krasses Zeug dabei sind. Ein paar, die sind noch ein bisschen peinlich, die kann man nicht so anziehen, aber so ein Zeug kann man immer sehr, sehr gut anziehen. So, der Karton, ne, zauber ich mal wieder, ist ja eine Zauberbox, 1, 2 und 3. So, okay, da ist die Box. Das ist quasi einfach wie so ein mystisches, altes Regal, ne, wo so ein paar Zauberbücher und so weiter drin sind. Ist immer irgendwie ganz witzig gemacht, kann man sich irgendwie hinstellen. Ich habe auch alle Wootbox-Boxen habe ich noch unten im Keller liegen. Da ist halt so Zeug drin, was ich halt hier nicht aufstellen kann, weil ich ja nicht unbegrenzt Platz habe hier in meinem Büro. Ist auf jeden Fall eine nette Box, fand ich eigentlich ganz cool. Die Kerze ist was Neues, das T-Shirt ist mega gut, also 1+. Die Figur für Harry Potter-Fans auch richtig nice. So einen Notizblock kann man immer verwenden. Der Pin ist obligatorisch immer dabei bei der Wootbox. Ist eine gute Box, kann man einfach nicht anders sagen. Von daher bin ich diesmal wieder sehr zufrieden mit der Wootbox. Geht bald weiter, deswegen immer schön abonnieren und auch einen Daumen geben. Und ich hoffe, auch wenn ich mal Sachen nicht weiß, dass euch das trotzdem hier Spaß macht. Und wie gesagt, Feedback in den Kommentaren immer erwünscht. Und ich würde an dieser Stelle einfach nur sagen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Peace.